In diesem Video möchte ich gerne mit dir gemeinsam die Frage klären, was Options und Capabilities in Selenium sind, was du mit ihnen bewirken kannst und wie du sie effektiv anwendest. Ich wünsche dir viel Spaß. Capabilities und Options sind grundlegende Features von Selenium. Insofern ist es wichtig zu wissen, was du mit ihnen in deinen Test bewirken kannst, denn sie erlauben es dir, Browser-Einstellungen vorzunehmen. Dies kann zum Beispiel essentiell sein, um auf verschiedenen Umgebungen Tests ausführen zu können oder eine Anwendung mit verschiedenen Browser-Einstellungen zu testen. Im Zusammenspiel mit Selenium Grid wird beispielsweise über Options oder Capabilities auch definiert, welcher Browser überhaupt genutzt werden soll und welche Eigenschaften beispielsweise das Betriebssystem oder die Browserversion erfüllen soll. Beide Klassen erfüllen größtenteils den gleichen Nutzen. Allgemein lässt sich aber sagen, dass Capabilities heutzutage etwas veraltet sind und beispielsweise in Java auch als deprecated markiert sind. In deinen Tests solltest du also optimalerweise Options verwenden. Eine Ausnahme stellt der Remote Driver hier dar, der über Capabilities definiert wird. Dies soll jetzt aber kein Bestandteil dieses Videos sein. Wenn dich das Thema interessiert, abonniere doch gerne unseren Kanal. Wir veröffentlichen regelmäßig interessante Videos zum Thema Testautomatisierung. Kommen wir nun zu den möglichen Einstellungen. Welche euch genau zur Verfügung stehen, ist hierbei abhängig vom speziellen Browser. Auf der Selenium-Website oder beispielsweise auf der Seite des Chrome-Drivers gibt es entsprechende Dokumentationen dazu. Jetzt möchte ich dir ein paar Beispiele mitgeben, was du einstellen kannst und wie du diese Einstellung triffst. Es gibt hierbei mehrere Möglichkeiten, Einstellungen zu treffen. Zum einen per zum Beispiel einer eingebauten Methode, die das Options-Objekt schon mitbringt. Hier zum Beispiel fügen wir eine Erweiterung unserem Browser hinzu. In diesem Fall muss sie auf dem Test-Client oder auf dem Computer, wo getestet wird, als Datei vorliegen. Eine zweite Möglichkeit ist per eingebauter Properties, in dem Fall von Python zum Beispiel. Diese können wir direkt setzen, um verschiedene Einstellungen zu beeinflussen, zum Beispiel wo unser Browser liegt oder ob er im Headless-Modus ausgeführt werden soll. Des Weiteren können wir Argumente übergeben, die beim Browserstart übergeben werden sollen. In diesem Fall würden zum Beispiel im Browser keine Extensions geladen werden. Zu guter Letzt kann man noch Capabilities direkt setzen über das Options-Objekt. Hierzu müssen wir einfach ein Schlüssel-Wert-Pair festlegen, also ein Key-Value-Pair. In diesem Fall habe ich einfach meinen Proxy festgelegt. Dies sind auch die Möglichkeiten, die ihr auf den einzelnen Seiten von Selenium oder beispielsweise jetzt in dem Chrome-Driver einsehen könnt und hier verwenden könnt. Das war es zu Options und Capabilities. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema etwas näher bringen. In meinem nächsten Video werden wir uns anschauen, wie man in Selenium auf bestimmte Ereignisse wartet. Bis dahin wünsche ich eine erfolgreiche Automatisierung.